Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video von Kreuzfahrtbulli. Thema heute, der Frankfurter Flughafen. Wenn ihr unsere Videos immer wieder schon geschaut habt, dann wisst ihr ja, dass wir Nautik verrückt sind und Aeronautik. Deshalb besuchen wir heute den Frankfurter Flughafen, machen eine XXL-Tour und was wir dabei so erleben, tja, schaut selbst. So, wir haben gerade lecker gefrühstückt. Ja. Also lecker im Sinne von best can do. Es war schnell, es war gut und fertig. Also für heute ist es mal, nicht jeden Tag mag man das definitiv nicht. Nee, wir blenden euch das auch hier mal ein, dann wisst ihr, was wir gegessen haben. Wir müssen dafür keine Werbung weitermachen. Ist auch keine Werbung, weil selbst bezahlt. Was man total sagen muss. Manchmal. Ja, ja. Ja, wir sind am Frankfurter Flughafen. Lustigerweise, auf dem Tag genau vor einem Jahr waren wir in Düsseldorf. Und haben da die Flughafentour gemacht. Genau, also langsam wird dieser Tag zu unserer Flughafentour. Dann müssen wir nächstes Jahr München machen. Aber die soll sich nicht lohnen, Amsterdam so. Ja, okay, gut. Aber da verstehen wir sie nicht. Ja, das müsste man dann in Englisch machen. Dann würde man das schon hinkriegen. Genau. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Terminals rum. Haben noch einen Moment Zeit und dann werden wir uns am Treffpunkt einsammeln oder einfinden. Und dann geht's. So, ich hab die los. Eingesammelt. Ja. Alter, bis dann. Später. Ja, da sieht man die ganzen Leute, die jetzt in den Urlaub wollen oder Business unterwegs sind oder wie auch immer. Die wollen auf jeden Fall von hier weg. Alle wollen sie hier weg. Okay, Frankfurt ist auch nicht die schönste Stadt, muss man dazu sagen. Das kann man dann verstehen, wenn man hier weg will. Ich weiß nicht, ob man das im Video gerade gesehen hat, aber die Tafeln, die blätterten alle die ganzen Buchstaben runter. Das sah gerade witzig aus. Ja, jetzt ist gerade kein Geblätter. Also die Tafel meinen wir. Genau. Also es geht hier überhin, es geht nach Chicago, nach New York und wo es nicht alles hingeht. Für uns geht es nur auf den Flughafen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minuten noch, ja. Dann finden wir uns da am Treffpunkt ein und dann... Genau, das alles haben wir ja beim Hessischen Rundfunk schon mal gesehen. Ja, stimmt, der hat eine große Reportage gebracht über mehrere Folgen. Genau, mittendrin, Flughafen, glaube ich, heißt das. Gibt es auch bei YouTube noch zu sehen. Und das hat uns interessiert und da habe ich dann mal recherchiert, gibt es denn da eine Tour? Gibt es, wunderbar. Und die werden wir gleich machen und werden euch natürlich da mitnehmen. Bei Filmen oder beziehungsweise Fotos und so weiter Fotos ist erlaubt. Fotos und Filmen ist auch erlaubt. Aha, perfekt. Alles schon informiert. Da wahrscheinlich im Sicherheitsbereich dürfen wir nicht filmen, aber... Da wird die Kamera mit Sicherheit ausbleiben. Wir wollen ja auch nicht das anhaben, wie wenn ich den Gürtel abmache, wie mir die Hose rutscht. Das wollen wir ja gar nicht filmen. Nee, da habe ich nur was zu lachen. Wir machen eine Fraport-Tour zur Schranke. Mehr gibt's heute nicht. Wie spät ist es? Okay. Du und deine Uhr wieder. 16er. 16er. Ja, seit 17 Minuten sind wir also schon unterwegs. Einmal Schranke. Haben wir Flugzeuge gesehen. Ja, mal schauen, ob das 2 Stunden werden oder nicht. Wenn die Fracht entladen wird, dann muss vorne ein Zusatzballast eingeladen werden, weil das Flugzeug sonst umkippen würde nach hinten hin. Anflug und beim Start muss man etwas schneller sein als mit anderen Flugzeugen, weil das Flugzeug eben so Hängplastik ist, so viel Gewicht und noch Leitwerk drauf hat. Und 3 Triebwerke verbraucht natürlich mehr Treibstoff als Flugzeuge mit nur 2 Triebwerken. Und Wartung und Reparation ist da auch teurer. Thank you.
So, drei Versuche. Am dritten Mal klappt es dann. Ja, auch. Wir haben den Job gewechselt. Wir arbeiten jetzt bei der Fraport in Frankfurt. Ja. Was können wir zu dem Video sagen? Zu der Tour. War echt cool, wirklich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat viel gesehen. Frankfurt hat natürlich ganz viele A380 natürlich, ist ja klar. Genau, das hatten wir ja nun in Düsseldorf gar nicht. Ja, da hatten wir einen halt, der ist gerade gelandet, aber es war halt nicht so viel. Du hast jetzt hier einen auf dem Rollfeld gesehen, du hast Startende, du hast Landende, also alles mögliche in sämtlichen Situationen, sag ich mal. Pushback-Betrieb, also da sieht man schon eine ganze Menge von den Dingern. Cool. Haben wir viel gesehen. Also uns hat es gefallen. Definitiv. Für Pi mal Daumen. 38 Euro. Für zwei Personen, inklusive Warnwesten. Diesen tollen Westen. Das heißt, du bist jetzt automatisch Mitglied bei Fraport. Ja, und wenn du Glück hast, dann fährt der Busfahrer noch eine Schranke kaputt, wie bei uns. Genau. Das hat dann mal so 20 Minuten länger gedauert. Na, 30 aber, Minuten war es. Oder 30 Minuten, weil erst noch ein Unfall aufgenommen werden musste. War aber ganz witzig, also von daher alles gut. Also wir haben gut was gesehen, gut was zum Lachen gehabt. Genau. So, ja. Jetzt geht's für uns. Weiter. Genau. Ja, weiter geht's nicht, sondern das war's. Das war ein Flughafen-Spezial, ein Aero-Spezial. Haben wir mal gedacht, machen wir einfach mal so mit. Falls ihr euch wundert, wo Stefan die ganze Zeit beim Intro beim Auto ist, der kümmert sich ums Essen. Das ist jetzt auch gerade wichtig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken, teilen, abonnieren. Ihr wisst, wie es geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kreuzfahrt-Bulli geht auf Reisen. Ciao, ciao.